Eine Idee, geboren in ungewissen Zeiten. Wird eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Die komplizierteste Maschine, die je gebaut wurde, um Menschen in den Weltraum und zurück zu transportieren. Und schließlich den nächsten Schritt vollbracht hat auf dem Weg zur Erforschung des Weltraums. Jetzt, wo 30 Jahre Einsatz fast zum Ende gebracht wurden, ist sein Erbe eine Geschichte unübertroffener Leistungen. NASA's Space Shuttle. Space Shuttle Endeavour fährt raus zum Startpad 39A am Kennedy Space Center in Florida. In 24 Missionen, geflogen in über 20 Jahren, hat die Endeavour eine mehr als 103 Millionen Meilen lange Reise durch das Weltraum im Logbuch stehen. Als das letzte Shuttle, welches für die NASA gebaut wurde, bereitet sich die Endeavour für ihren letzten Flug vor. STS 134. Endeavours 6 Astronauten haben für diesen Flug jahrelang trainiert. Lange bevor irgendein Shuttle am Startgelände ankommt, ist eine atemberaubende Arbeitsleistung erforderlich. Die Teile, Pläne und Menschen, die nötig sind, um jeden Start durchzuführen, spannen sich durch die gesamte Nation. Da sind all diese Leute, manche in ihren 30ern, andere in ihren 20ern, die nicht scherzen, wenn sie sagen, sie sind verantwortlich für einige Teile des Shuttles, Teile der Weltraumstation oder einige Teile des Projekts. Aber jeder von ihnen glaubt fest daran, der Besondere zu sein, welchen es ausmacht, dass die Astronauten lebendig wieder zur Erde zurückkehren. In NASAs Michaud Assembly Fabrik in New Orleans beginnt die Produktion des externen Treibstofftanks. Der letzte von 136 Tanks wurde hier seit 1973 produziert. Ungefähr zur gleichen Zeit beginnen in Clearfield, Utah, Techniker von ITK Startsysteme ihre Arbeit an den beiden Feststoffraketen des Shuttles. Anders als der orangene externe Tank, der nur einmal benutzt wird, können die abgetrennten Booster mit einem Fallschirm zum Atlantik heruntergleiten, um dort geborgen, aufgearbeitet und wiederverwendet zu werden bei späteren Missionen. Die Shuttle Crew wurde auserwählt und vor dem Start trainieren sie eine Vielzahl von kritischen Aufgaben. Dazu gehören Grundlagen und missionsspezifische Aufgaben, Simulationen, Sicherheits- und Rettungsmaßnahmen, wissenschaftliche Experimente und Unterwassersimulationen im weltweit größten Hallenbecken. Einen Monat später wird der externe Tank an den beiden Feststoffraketen befestigt, welche das Rückgrat der Rakete formt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist der Orbiter selbst. Jetzt, wo alles so aussieht wie beim Start, wird der Stack auf dem 6 Millionen Pfund schweren Transporter zum Startbett gebracht. Mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit von weniger als 1 Meile pro Stunde. Nicht ganz genau, Warpgeschwindigkeit. Unter Spitzenlast, voll beladen, schaffen wir gerade einmal 3 Meter pro Liter. Gar nicht schlecht für ein 1965er Hybridfahrzeug. Die 3,5 Meilen Reise dauert bis zu 6 Stunden. Am Startpad angekommen, ist der Orbiter bereit, seine Hauptnutzlast aufzunehmen. Tests stellen sicher, dass die tonnenschwere Nutzlast sicher in der Nutzlastbucht montiert wird, bevor die Techniker den Orbiter für startbereit erklären. Mit T-38-Flugzeugen landet die Crew von Houston auf der Shuttle-Landebahn des Kennedy Space Center. Nach fast 3 Jahren und hunderttausenden Arbeitsstunden von Ingenieuren, Technikern, Wissenschaftlern, Elektronikern und anderen Arbeitern aus allen Ländern der Welt ist es soweit.
Das Shuttle bahnt sich seinen Weg in den Himmel. Das Shuttle ist wie kein anderes Vehikel, was je gebaut wurde. Damit der Start klappt, müssen mehr als 1 Million Teile perfekt zusammenspielen. Die Zusammenhänge, wie es zum Space Shuttle kam, erzählen eine spannende Geschichte, die in den frühen 70er Jahren begann. Eine neue Mission wurde der NASA zugewiesen, um Menschen ins All zu transportieren. Der Mars, für viele der nächste logische Schritt in der Weltraumerkundung, wurde verpasst. Zu kostspielig war diese Vision für eine Bevölkerung, die mit großen Problemen auf unserem Heimatplaneten beschäftigt war. Stattdessen wurde am 5. Januar 1972 ein anderes Ziel auserkoren. Der niedrige Erdorbit. Präsident Nixon mochte die Idee wirklich. Er sagte dem NASA-Administrator, los, mach es. Und der Administrator bekam am nächsten Morgen einen Anruf vom OMB. Und jemand dort sagte, hey, was der Präsident wirklich meinte war, du bekommst diese Menge Geld und mache das Beste daraus mit dem Raumtransportsystem. Und unsere Entscheidung war zuerst, logischerweise, das Vehikel zu haben. Und das war die Geburt des Shuttle als erstes Teil des dreiteiligen Raumtransportsystems. Es wurden viele Designs vorgeschlagen und vereinten oft die Vorteile verschiedener Konzepte. Eins dieser Konzepte war die Nutzung eines flügellosen Auftriebskörpers, wo nur die Rumpfform selbst für den nötigen Auftrieb zu fliegen sorgt. Zu dieser Zeit planten wir noch Jettriebwerke fürs Shuttle, für die Landung und den Transport quer durchs Land. Wir nannten sie die fliegenden Badewannen. Zum ersten Test banden wir die M2F1 hinter einen aufgemotzten Pontiac. Whitey Whitesides fuhr den Pontiac über den Weißen Salzsee. Mit gut 120 Meilen pro Stunde zog er die fliegende Badewanne hinter sich her. Landebremstests konnten aber auch schnell in Lande-Rütteltests umschlagen. September 1976, etwa 4,5 Jahre nachdem Präsident Nixon den Bau des Shuttles genehmigt hatte, wurde die Constitution erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Der Orbiter selbst wurde von der Öffentlichkeit gut aufgenommen. Nur eine Gruppe von Serienfans, die allesamt Fans der Star Trek-Reihe waren, wollten einen anderen Namen. Nach einer größeren Unterschriftenaktion setzten sie sich mit dem Namen Enterprise durch und die NASA lenkte ein, in Gegenden vorzudringen, wo kein Raumschiff zuvor gewesen ist. Wie auch immer der Vogel genannt wurde, musste er immer noch beweisen, dass er fliegt. In einer Zeit, bevor es Computersimulationen gab, waren Modelle und Windtunneltests die einzige Möglichkeit, den flugzeugähnlichen Gleiter zu optimieren. Wir schufen ein sehr dynamisches Flugtestprofil mit eng gesteckten Datenpunkten den Abstieg entlang. Es gab keine 10 Sekunden, in denen nicht ein Pitch-Doublet oder Radar-Kick-Manöver geflogen oder gar der Anstellwinkel geändert werden musste. Dinge, die einen Testpiloten anspornen, sie so präzise wie nur möglich zu fliegen. 12. August 1977. An einem kristallklaren Himmel über Kalifornien, hoch über der Mojave-Wüste, waren zwei Testpiloten bereit für den ersten Flugtest. Ihre Aufgabe war, das Shuttle abzukoppeln von der 747, nach oben zu lenken und dann auf einem trockenen, fast 5 Kilometer darunter liegenden Salzsee zu landen. Thank you.
Für Columbia, NASAs erster weltraumtauglicher Orbiter, benannt nach dem ersten amerikanischen Seefahrer, der um die Erde reiste, trainierte die nächste Generation von Astronauten für dessen Jungfernflug. STS-1. Der erfahrene Astronaut John Young, einer der 12 Menschen, die den Mond betraten, hatte das Kommando. Sein Pilot war der noch unerfahrene Bob Crippen. Zusammen legten sie eine Strecke von mehr als 1 Million Meilen zurück und umrundeten die Erde dabei 36 Mal. John sagte, hey Crip, die zünden gleich 7 Millionen Pfund Schub unter dir. Bist du nicht ein wenig nervös? Weißt du überhaupt, auf was du dich da einlässt? Aber John und ich, wir wussten das ganz genau. Gestartet wie eine Rakete, landete die Columbia 2 Tage später wie ein Segelflugzeug auf dem ausgetrockneten Salzsee der Edwards Air Force Base. Wir machten eine Wende, um auf dem Salzsee zu landen. Bei diesem ersten Flug. Und ich erinnere mich, wie John links am Ufer entlang flog. Ich sah herunter und die tausenden Menschen am Ufer stehen. John, sieh dir diese Menschen an! Alle sind gekommen, uns landen zu sehen. Jeder, der mit dem Programm in Verbindung stand oder einfach nur dort war, um die Rückkehr des Shuttle zu sehen, denke ich, war sehr stolz auf das Land, das Weltraumprogramm. Und so entluden sich die Emotionen. Und du sagtest, wow, ein sicherer Flug. Sie sind heile zu Hause angekommen. Das Shuttle-Programm funktioniert wirklich und hat eine große Zukunft vor sich. Für mehr als 30 Jahre sorgte das Space Shuttle für triumphale Erfolge, herzbrechende Tragödien, aber die meiste Zeit für routinemäßigen Zugang ins All. Shuttle-Technologie half bei der Entwicklung eines künstlichen Herzens, dreidimensionale Biotechnologie, eine Möglichkeit, um Tumore zu erkennen, die Verbrecherjagd zu optimieren und Waldbrände zu erfassen. Vom Crawlerfahrer zum Nutzlastspezialist, vom Tauchlehrer zum Piloten, vom Wissenschaftler zum Ingenieur. Sie und viele andere durch alle Nationen hinweg teilen die Überzeugung, Menschen in den Weltraum zu schicken und sie sicher wieder zurückzubringen. Das und vieles andere wird das Vermächtnis sein vom Space Shuttle. Ich denke, in tausenden von Jahren wird man sich an uns erinnern, an die, die wohl die unglaublichste technische Meisterleistung ihrer Zeit erbracht haben. Nach den Regeln des Lebens wird der Beginn vom Ende der Shuttle-Ära Platz für zukünftige Visionen schaffen. Schon bald wird Amerika wieder Astronauten in den Erdorbit schicken. Und noch viel weiter. Um das zu tun, was die NASA am besten kann: Erforschen.